Pling, pling, pling. Und damit herzlich willkommen hier zu Dave the Diver. Lasst mir ein Abo da. Für jedes Ping ein Abo. Ein Abo. Ein Abo. Noch ein Abo. Noch ein Abo. So viele Abos heute. Geil. Okay, wir haben eine E-Mail. Zum ersten Mal haben wir übrigens eine E-Mail. Quallenparty, Tourismusgremium, blaues Loch. Hallo Einwohner, wir haben endlich ein Tourismusgremium gegründet, um für das neu entdeckte, mysteriöse blaue Loch zu werben. Unsere erste Veranstaltung findet in 3 Tagen statt, die Quallenparty. Bitte erzählt es weiter, falls ihr Restaurants kennt, die zum Thema passende Quallengerichte servieren. Oha, das heißt, wir haben 3 Tage Zeit, jetzt Quallen zu sammeln. Damit wir ordentlich. Ja, Quallenparty. Ja, wir brauchen ganz viele Quallengerichte dann. Okay. Merken wir uns. So, dann. Oh, ne Party! Das Bild sieht nett aus. Scheinbar wollen sie diesen Ort für den Tourismus öffnen. Naja, ich hoffe nur, es wird nicht zu chaotisch werden. Ach, naja, es ist eine Party aus Anlass eines speziellen Tags. Wir warten nur auf mehr Gäste. Laut Nachricht ist das Thema der Party Quallen. Quallengerichte sollen also gut ankommen. Es ist der 15. Oktober, also bleiben uns noch 3 Tage. Haha, bereite Quallen vor. Egal welche Art, das wird ein gutes Geschäft werden. Veranstaltungen tauchen besondere Gäste auf. Bereite Speisen, die sie mögen, im Voraus vor. Vielleicht holst du ja den Jackpot. Bei Veranstaltungen tauchen besondere Gäste auf. Bereite. Achso. Ist nur ein anderes Bild. Okay. Party hat die auf ihrem Busen stehen. Okay, wir brauchen also ganz viele Quallen. So, hier erstmal. Oh, wir haben 1400 Gold übrigens, ne? Eine Sniper. Fusion! Einfach Hammer. Dilli! Sehr gut. Aber das brauchen wir ja nicht. So, Cockstar, was geht hier ab? Jeden Tag mehr Gäste, ich werde reich. Mhm. Das gibt man einfach so an. Hashtag rich. Hashtag money. Geil. So, ansonsten Eye-Diver jetzt. Wir haben leider kein Geld dafür, ne? Und eine Stirnlampe haben wir ja immer noch nicht. Für die Stirnlampe brauchen wir ja eh die Figur. Also wird sich das hier gar nicht lohnen. Ja, dann sparen, ne? Ich will auf jeden Fall mehr Gewicht, also sparen wir. Das sehe ich jetzt erstmal so zweitrangig. Ja, aber wir brauchen Quellen, ne? Quellen schnellen. Stichtag. Achso, und oben rechts steht jetzt, okay. Wenn man mal überlegt, dass wir immer noch komplett am Anfang sind und das Let's Play schon seit 2 Wochen geht, ne? Da kann man mal sehen, Intro 2O, das Let's Play wird ganz schön low. Also long. Long Dickkopf. Ja, ich glaube, das wird auch wieder so ein 100-Folgen-Ding. Wir sind immer noch Kapitel 1. Und wenn wir 3 Wochen pro Kapitel brauchen und das Ding vielleicht 10 Kapitel hat, da kannst du ja ausmalen, wie lange wir dann brauchen für das Let's Play, ne? Jetzt habe ich die Sniper dabei. Boom. Na gut, wir haben den Gummihammer schon mal. Für die Quallen. Oh, Einschläfer, sehr gut. Nehmen wir das Einschläfer-Ding. So, vielleicht jetzt noch irgendeine gute Harpune. Oder eine Sauerstoffflasche für Notfälle. Das wollen wir nicht. Titan-Drückerfisch. Brauchen wir 3 Stück von. Okay. Bemerken. Merken.
So, kann ich das hier jetzt auch wegbrennen? Nee, ne? So, dann da oben noch. Pium. Schlaf ein, mein Freund. Schlaf ein. So, dann hole ich mir schon mal die neue Muni. Schlaf. Sehr gut. Okay, einen so einen Drückerfisch brauchen wir noch. Wobei ich nicht weiß, ob das eigentlich eine gute Idee ist, die gute Qualität für den Echo. Kann man den einschläfern lassen? Wahrscheinlich, ne? Wird mir nur nicht allzu viel bringen. Und den Heikopf will ich auf jeden Fall mitnehmen. Verbesserter Abunu, let's go! Pam. 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 Daneben. Ah, Mann, ich bin aber auch. Ah, der will mich aber auch, ne? Aber ich will ihn offensichtlich nicht. Oh, das war aber nochmal knapp. Daneben. So, da haben wir die. Gut. Noch keine Quelle gefunden. Nicht so gut. Wir sollten, also wenn wir 3 Tage Zeit haben, heißt das, wir haben 6 Tauchgänge für Quallen. Netze. Okay. Dann mache ich das so. Den schläfer ich ein. Und dann hole ich mir das Netz. Okay, da ist CO2, merken. Quallen. Wo seid ihr, Quallen? Das ist das Ding, ne? Da wollen wir nicht. Da ist auch noch CO2. Oh, da ist ein großer Hai. Jetzt geht's ab. Du oder ich? Oh, ich will dich haben. Schuss 1. Ah, shit. Wenn ich jetzt sterbe, ist alles vorbei. Hier irgendwas Gutes? Nochmal CO2, sehr gut. Ist quasi wie Leben. Nein, das war doof. Ah, shit, der bewegt sich ganz anders. Oh, shit. Okay, nochmal CO2 snacken hier. Shit, wir haben jetzt noch einen Feind. Okay, der muss weg. Der nervt. Hau ab. Und davon brauche ich auch anscheinend mehrere. Ich guck mal eben, was wir hier für eine Waffe haben. Vielleicht eine kleine Sniper oder so. Verbesserungsaufsatz. Okay, für die Waffe. Aber der heilt sich ja nicht, oder? Ein Hit. Ein Tod! Gib mir dein 80 Kilo Fleisch. 15. 15 Kilo. Den haben wir es aber gegeben. Weil hier unten ist critical, ne? Ist das Netz jetzt eigentlich höher? Also. Oder kann ich damit jetzt große Fische fangen? Nicht nur die kleinen. Ah, Fragen über Fragen. Oder passt da mehr rein? Jawoll! So, einmal CO2 snacken.
Ja, wir sind gleich voll und haben nicht eine Qualle gesammelt, ne? Ja? 80 Kilo können wir, glaube ich, schleppen, ne? Beziehungsweise wir hatten schon mal 80 Kilo. Da hätten wir noch CO2. Da hätten wir auch noch CO2. Ah, komm, dann nehme ich hier von ein bisschen was mit. Bis wir voll sind. Immer noch nicht voll, okay. Wir sind aber auch ganz am Rand. Vielleicht gibt es hier keine Kohlen oder ich habe falschen Orten gesucht. Also sollte ich Quallen finden, würde ich auf jeden Fall so irgendwie andere Sachen rausschmeißen. Aber da haben wir Quallen. So, jetzt ist die Frage, kriege ich das? Ja. Okay, wir sind voll. Aber da sind auch noch Quallen, oder? Oder war das die einzige Qualle? Das war natürlich auch bad. Oh, nochmal CO2, sehr gut. Ja, da sind noch welche, okay. Das heißt, wir müssen Sachen rausschmeißen. Sowas, blaue Muschel vielleicht nicht. Die missbrauchen wir auch. Die Heilköpfe sind auch immer gut. Ich habe nur gute Ware eigentlich, ne? Also sowas hier schmeiße ich weg. Bleierz, Seetank, Schrott, Seil. Das kommt alles weg. Ich will lieber das hier. Weil direkt gute Qualität. Oh, die brauche ich sowieso. Aber die müssen warten. Wir brauchen die erstmal für die Events. Bin auch schon wieder voll, aber sollte ich noch mehr Quallen finden? Ja, hier zum Beispiel. 3, 4 Stück. Ja, da muss jetzt das dran glauben. Komm, die kann auch weg. Also zumindest die Level 2, ja. Stimmt, ich habe doch meinen Gummihammer. Dann kriege ich ja gute Quallen. Aua. Ist er? Ne, jetzt. Was wiegen die denn? 1 Kilo wiegen die. Oh, direkt auf Anhieb. Ich habe gerade schon wieder keinen Platz. Ja, soll ich. Oh, 5 Fleisch ist viel halt, ne? Soll ich den hier wegschmeißen? Ah, den brauche ich ja. Also die Muschel kann halt weg. Ja, komm, schmeiß ich die 2,5 Kilo weg. Die sind jetzt wichtiger. Die haben mehr Priorität. Die Quallen. Ob ich noch mehr Quallen finde? Dann würde ich mich noch von ein paar anderen Dingen verabschieden. Also wenn nicht, dann nicht halt, ne? Hier nochmal ein bisschen. Was finden wir hier? Soll ich mein Motorboot benutzen? Aber mehr Quallen gibt's ja nicht, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich meine, wir könnten natürlich noch. Guck mal da rechts, ey. So viele Fische auf einen Haufen. Wir könnten natürlich noch gucken, wegen Schneiden. Das Schiffswrack aufschneiden. Ich markiere mal das. Schmeißen wir jetzt doch weg. Das. Macht das was aus? Ja. Was passiert denn, wenn ich so einen ganzen Bündel Fische hier sammel? Jo! Ah, nur ein. Oh, gar keinen. Okay. Okay, hier ist gar nichts.
Kann man die zusammenfärchen irgendwie? Dass da halt mehrere Fische auf einem Fleck sind? So, und jetzt kriege ich alle mit. Ja, müsste ja eigentlich, weil wenn ich jetzt noch einen 6-Kilo-Fisch eingesammelt hätte, hätten die 6 Kilo ja auch gegolten. Na gut, ich denke mal, mehr Quallen gibt es hier nicht. Vielleicht links noch, wenn man da lang geht. Also was, das Sniper-Gewehr nehme ich jetzt hier mit. Das hat ja noch Muni, oder? Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Qualle. Oder Sauerstoff. Sauerstoff? Oh. Hör erstmal auf. Was hatte mich eigentlich mal früher, ganz zu Anfang, vergiftet gehabt? Ist ja auch nicht, ne? Ich bin mal irgendwo rein, wurde vergiftet und war ich tot. Ah, da rechts könnte man noch. Aber egal. Komm, wir gehen jetzt hoch. Oh, zurück zum Boot. Ein paar Quallen haben wir ja. Ein paar Quellchen, Mälchen. Jo. Aber ich werde die Schusswaffe wechseln zu dem, zu der Netzkanone. Ich weiß nicht, ob ich das alles verkaufen muss, ne? Laden. Oh ja, da kann ich wieder mehr reinpacken. Nehmen wir mit. Und nehmen wir auch mit. So. Warte, hier 50, achso. Sind die nur zum Verkaufen da? Also das Holz zum Beispiel? Herstellung von ist bestimmt nicht viel wert. Ein Zahn. Ich glaube, das. Damit macht man Geld, oder? Aber Schrott braucht man darauf für Waffen, oder nicht? War das nicht so? Ja, da braucht man auch Glas und so. Und Holz. Na gut. Haben wir ja was Neues hier gesammelt. Oh, goldene Quallen, okay. Und was noch? Ach da. Den dicken. Den Tigerhai. 3 bis 4 Meter lang. Er kommt normalerweise in tropischen und subtropischen Meeren in einer Tiefe von etwa 350 Meter vor. Er frisst alles, was er finden kann. Ja, nur mich nicht. Okay, dann reden da wieder. Und dann können wir das vollpacken und dann direkt haben wir. Ach, guck mal, hier ganz viele Fische hier. Pam! Kann man so viel auf einen Haufen? Da konnte ich nicht nein sagen. Also erstmal hier. Pum. Dass wir immer die 10% mehr haben wieder. Ja, da brauche ich nicht. Ah, da oben. Da oben. Piu! Also die Chance lasse ich mir ja nicht entgehen. Sind aber auch selbst keine 50 Fische. Kurz warten. Ja, 3, egal. So, eigentlich wollen wir, wenn dann sowieso, Quallen. Deswegen sammle ich jetzt auch den ganzen Schrott hier nicht auf.
Ein Gummihammer, sehr gut. Nee, also wirklich. Für Quallen und so perfekt, der Hammer. Gucken, was wir hier kriegen. Schmu. Kommen wir da oben ganz viele Fische auf einen Haufen. Ach komm. Ich wollte doch nur schießen wegen... lohnt sich alles nicht, ne? Aber die Munition. Guck mal, da unten haben wir wieder so ein Hähnchen. Okay, dann weißt du was? Dann snacken wir uns die. So. Dann haben wir wieder Munition. Und dann... Attacke! 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 Okay, dann nicht Attacke. Attacke. Und Attacke. Und Attacke. Und Attacke. So, dann packe ich gleich die ersten 10 Kilo schon mal weg. Schon voll? Ne, da passt der kleine Fisch noch nicht rein. So. Der große Fisch. Hui! Was haben wir hier Schönes? Na, brauchen wir nicht. Bin die ganze Zeit auf Highspeed unterwegs, ne? Das kostet natürlich alles. Sauerstoff. Oh, da. Nö, das wollte ich gar nicht. Ich wollte. So. Ah, da waren so viele. Meins. Ja, jetzt den. Shit. Aber links haben wir Sauerstoff. Schon gesehen. Die zwei. Ich weiß nicht, gehen die? Oder sind die zu dick? Nee, geht. Okay, nee. So, und oben war doch nochmal Munition wieder, ne? Deswegen habe ich ja jetzt geschossen. Bin ich der Meinung. Hatte ich nicht hier gerade noch Munition gehabt? Da. So, sehr gut. Dann gleich wieder kein Platz für Quallen. Ich sehe das schon wieder kommen, du. Ich sehe das schon wieder kommen. Was ist denn passiert? Rausgetappt. Wie auch immer das passiert ist. Ihr zwei gehört mir. Oh, oh, neu. Okay. Ah, hier haben wir das Ding. Ja, dann machen wir das auch, oder? So, das muss die Tür sein. Versuchen wir jetzt mal mit dem Brennschneider von Dwarf. Alles klar. Schalte den Schneider ein und verwende links zum Bewegen. Halte deine Bewegungen innerhalb des Kreises. 3, 2, 1.
Okay. Nettes Minispiel. Das wird schneller. Also RT muss man schon gedrückt halten, alles klar. Nur ein Gut, ja, ich weiß. Oho, ich hatte es so einig, um dir anständig zu erklären, wie man ihn benutzt. Aber du hast es ja herausgefunden. Geh jetzt durch die offene Tür hinein. Die Chance. Dein Meister kommt. Ja, weiß ich auch nicht so, ne? Will ich da rein? Du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur. Boah, Bosskampf, wa? Kommt jetzt Bosskampf? Ja, der Hammer. Der Bereich darunter scheint größer zu sein als erwartet. Sieh dich mal um, Dave. Habe ich jetzt unendlich Luft? Nee, habe ich nicht, ne? Aber hier ist CO2. Vielleicht kriegen wir eine Sniper. Ich nehme den mal mit, das Dreiergeschoss. So, zwei Heiltränke, kann man sagen. Was ist das hier? Nix. Ich höre es doch hier atmen. Das ist safe ein Bosskampf jetzt. Jo. Da ist die Puppe. Da ist sie! Die pinkfarbene Lieferbox mit Lee Shan. Moment, was noch wichtiger ist. Sieh dir mal diesen Riesenkeimer an. Ach, das ist also unser Übeltäter. Ich schätze, er weiß, was gut ist, wenn er es sieht. Auch wenn es nur ein Keimer ist. Er scheint zu schlafen. Schleich dich an und nimm ihn heimlich mit. Ich bin zu weit gekommen, um mit leeren Händen zurückzukehren. Ich schätze, ich versuche mich heimlich zu nähern. Nicht berühren. Oh, wenn ich jetzt sterbe. Xian Quit! Ach, leck mich doch am Arsch. Und Boss. Warte. Mein Kaffee ist gekommen an der Tür, deswegen musste ich mal eben ganz schnell. So, was will er von mir? Er pustet mich weg, okay. Er ist aufgewacht, ich muss zurück. Dave, erzähl mir nicht, dass du kneifen willst. Benutze die Waffe, die ich dir gegeben habe. Die Harpune ist hier nutzlos. Xian, es geht los. Auf was muss ich denn schießen? Wahrscheinlich auf ihn, oder? Ich nehme erstmal Heiltrank. Und hier sowas. Ja, okay. Samurai-Schwert nehme ich natürlich auch. Okay, gut. Das war nix. Okay, muss ich ihn ins Auge schießen? Ja. Aber nur einmal. Okay, und jetzt muss ich da dann wieder ran, ne? Okay. Okay. Hentai-Tentakel! Vielleicht ist das ja wie bei Mario, man muss nur dreimal treffen. Aua! Hab ich ihn auch getroffen. Ja, jetzt pustet er mich wieder weg. Okay. Den nehme ich einmal mit. Den nehme ich einmal mit. Was jetzt? Wer? Mich kriegst du nicht. Mach mal Häuglein auf. Bumm. Yeah. Keine Chance gegen mich. Und meine Zahnstocher Kugeln. Ach ja, die wurde ja auch noch gefressen. Oink.
Kunz! Kunz, 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 Kunz! Okay, wir haben das See. War das gerade das Seevolk? Was mein ich schon? Ich sehe ja nichts außer pinkfarbene Lieferboxen. Bringen Sie schnell zurück. Sie wartet auf Ihre Rettung. Ja, jetzt ihm zu sagen, wird nichts bringen. Ich muss nach Rom und es Dr. Bacon sagen. Die Box klemmt unter einer Kalmar-Tentakel fest. Ich muss ihn sowieso durchschneiden. Obwohl er wohl genießbar ist, sollte versuchen, ihm Banjo zu bringen. Wie, der ist tot? Schneid, 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 schneid. Oder hat er einfach nur einen Tentakel verloren? Ja! Da ist er! Komm zurück aufs Boot! Ich bin so erleichtert, Lee Shen. Habe ich dann meine ganze Ware wenigstens dabei? Ja! Lee Shen! Lee Shen! Oh, wenn man bedenkt, dass sie unbeschädigt blieb. Oh, es ist überall Salzwasser. Ich werde dich sauber machen. Hier kommt Liosch. Ups, ich habe aus Versehen Liosch-Shans Text gesagt. Obwohl ich der Meister bin. Muck? Jedenfalls ist ein Versprechen ein Versprechen. Bitte sehr, die Tiefseesternlampe. Es ist ein neueres Modell, das sich bei Bedarf automatisch einschaltet. Ich muss gehen und Lee Shen dabei helfen, sich zu erholen. Auf Nimmerwiedersehen! 500 Tacken, 5 davon, 5 davon. Ja, gut. Sauber. Puh, das ist wohl erstmal erledigt. Da fällt mir ein, ich habe das hier mitgebracht. Was soll ich nur mit diesem riesen Kalmar-Tentakel machen? Er riecht so fürchterlich. Bin mir nicht sicher, ob man den zum Kochen verwenden kann. Ich muss Banjo anrufen. Aber nicht mal heute. Wir rufen ihn morgen an. Ja, okay, ein paar Fische wurden mitgebracht und so. Aber das war safe nicht alles. Wir waren ja nicht mal voll! Alles Schmu. Naja, schade. Naja, machst du nix, ne? Banjo, ich komme morgen zu dir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Geiler Bosskampf. Aber der scheint tot zu sein, oder ist er abgehauen? Ich meine, wir haben seinen Tentakel. Guck mal, da oben auf dem Boot. Da liegt er rum. Das Tentakel-Ding. Na gut, wir sehen uns. Tschüssi!